Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zum Livestream des Benefizrennens in Mulmshorn. Das Wetter ist schön. Wir haben ungefähr gefüllte 20 Grad um 10 Uhr schon. Das Fahrerlager ist voll. Ihr hört schon die Motorengeräusche. Die Fahrer lassen die Maschinen warm laufen, um gleich im Training auf die Bahn zu kommen. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich hier in die Gruppe reingekommen seid und bereit wart, für den MSC Mulmshorn die 5 Euro Gebühr für den heutigen Livestream zu begleichen. Ja, und heute habe ich ja Hilfe dabei, und zwar als Moderator Frank Conradi, der euch während den Läufen und auch zwischendurch auf den Laufenden halten wird. Ich kümmere mich lieber um meine Kamera, damit der Livestream heute hundertprozentig wird mit Zoom. Und ich werde mein Bestes geben, euch heute den Livestream zu geben, den sich alle seit Jahren von mir gewünscht haben. Okay, ich übergebe jetzt das Mikrofon an Frank Conradi. Er wird euch weiteres erzählen. Ja, moin alle zusammen und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hier haben wir bestes Wetter, ihr seht das wahrscheinlich. Ne? Und ja, die Motoren werden warm gelaufen hier. Ich glaube, als erstes kommen heute die Speedcasts, Michael, oder was ist? Der Ablauf ist mir noch nicht so richtig bekannt. Okay, ja, ich wollte mir noch mein Programm erstmal holen gleich und jetzt wollen wir mal gucken. Die Speedcars stehen da vorne, aber hier läuft noch alles ein bisschen warm. Schauen wir mal gleich. Bis gleich mal eben. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, hier heute in Mulmshorn zu sein. Der Geruch, das Gehör wird sozusagen befriedigt von den schönen Maschinen, von dem Klang. Einfach überwältigend, dass heute so viele Teilnehmer gekommen sind, um MSC Mulmshorn zu unterstützen. Wollen wir hoffen, dass etliche Veranstalter nachziehen? Dass heute hier Mulmshorn nicht das letzte Sandbahnrennen für 2021 ist. Ihr habt es in den Nachrichten gehört. Leider, die Delta-Variante nimmt an Maß zu. Und wollen wir hoffen, dass im September auf jeden Fall in Werlte und in Herxheim noch weitere Langbahnrennen stattfinden heute, dieses Jahr. Ja, so wie es ausschaut, die Fahrer machen sich fertig. Das Training beginnt gleich. Und sofern es wieder anfängt, tun wir den Ton wieder einschalten.
Am Aufruf vom Fahrlager, die Fahrer begeben sich gleich zur Besprechung und dann denke ich mal, geht es auf jeden Fall los. Ihr seht es, das Wetter passt, kaum Wolken am Himmel, es wird wärmer und wärmer, die Bahn ist schön präpariert und wir wollen hoffen auf unfallfreie und spannende Rennen. Ja, jetzt findet die Fahrerbesprechung statt und da hat noch einer seinen Speedcar an, hätte ich fast gesagt. Das ist ein Seitenwagen. Sind die auch 1000 oder was ist das? Was war das denn für eine? Der
Eine Uldi, okay. So viel Dampf haben die früher gehabt. Ja, siehste. Ja, hier läuft jetzt die Fahrerbesprechung. Und ja, wir lassen das Bild ein bisschen laufen. Und bis später nochmal.
So, da bin ich wieder. Ja, die Fahrerbesprechung ist zu Ende. Und es wurde nochmal richtig bedankt bei den Stefan Katz Ultras Fans, die das alles mit organisiert haben. Muss man echt sagen, Hut ab vor dieser ganzen Gruppe, diesen ganzen Machern, die sich da so für den Bahnsport einsetzen. Es ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich, aber ich sage ja, muss man echt den Hut verziehen. Und ich wünschte, oder habe mir es auch schon letztes Jahr ein bisschen gewünscht, dass hier und da einer mehr was macht. Und naja, ich sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Na, und das gilt in vielen Bereichen da im Bahnsport. Das will ich aber gar nicht so vertiefen hier jetzt. Aber naja, ich freue mich, dass es hier jetzt weitergeht, dass wir heute einen sonnigen Tag erleben. Auch wenn irgendwo aus Bayern eine Wolke hochzieht, aber die ist längst noch nicht da. Und ja, ich sehe Stefan Katt da hinten und Jörg Tebbe, alle da. Und schauen wir mal, was gleich kommt. Ja, gestern war hier das Juniorenrennen, der ADAC-Cup-Lauf, was auch als NBM gewertet wird. Ja, meine Schützlinge, es waren glaube ich insgesamt 6 hier. Marvin bereitet sich in Nordharstedt vor für die EM nächste Woche in Turun. Noel war auch hier, hat seinem Bruder geholfen, Noel Koch. Der hat in der PW50-Klasse gewonnen und Johannes Ebel ist Dritter geworden, der Bennett Kruse Sechster geworden und Lukas Nake ist Siebter geworden. Die sind alle super gefahren, ne, und Lukas will schon ein schnelleres Motorrad haben, aber ich sage immer, er ist 6 Jahre und das muss man erstmal alles ruhig angehen lassen und wenn das irgendwann alles ausgereizt ist, ne, mal gucken, nächstes Jahr, vielleicht kriegt er ja ein neues Maschinchen, ne? So, jetzt wird hier noch ein bisschen Wasserwagen gefahren. Die Sonne brennt schon echt ganz schön, aber Gott sei Dank, so wollen wir das ja. Ja, und ja, Michael macht sich einen schönen Tag, das sehe ich schon. Ich glaube, den muss ich gleich auch mal ins Mikro kriegen. So, ich mache erstmal wieder eine kleine Pause. Bis gleich. Ja, ich war ja eben bei dem Jugendrennen stehen geblieben. Die Fortsetzung von den Ergebnissen folgt gleich nochmal. Jetzt rollen hier schon langsam die ersten Speedcars an. Und schauen wir mal, was die gleich da in der Runde fahren.
oder Wasserwagen, der ist noch auf der Bahn. Und die Bahn sieht eigentlich top aus. Jetzt so erkenne ich sie auch wie früher. Also wenn man da schon zweiter, dritter ist, dann wird es ganz schön dunkel vor der Scheibe. Ja, siehst du. Aber ist trotzdem eine schöne Bahn immer gewesen. Ich mochte ja eigentlich immer ganz gerne früher fahren. Weil, ja, ich mochte so lange Bahn gerne fahren. Ja, und so, schauen wir mal. Ja, die Jugend gestern. Ich war bei dem PW 50 stehen geblieben und die 125er mit Magnus Rau hat den ersten Lauf einen zweiten gemacht. Zweiten Lauf hat er sich an die Spitze gekämpft und ist dann doch in eine richtigen Querrelle reingekommen. Das Lenkrad hat ihn zwei, dreimal hin und her geschlagen und dann ist er doch ganz unsanft hingefallen. Aber es ging nachher weiter, hat noch einen Lauf gefahren, um wieder gutes Gefühl zu bekommen. Ist alles gut gegangen. Ja, in der 250er-Klasse konnte Bruno ja diesmal gewinnen. Movidam hatte das ein bisschen ja, vertrödelt, sag ich mal, aber war zu nervös im Endlauf, hat die Läufe vorher alle gut gekämpft im Movidam und hat den Endlauf dann doch ein bisschen, nicht verpennt, aber zu hektisch gewesen, aber ist nachher noch Dritter geworden und gestern konnte er hier gewinnen in der 250er-Klasse. Ja, in der 500er U21 konnte Ann-Kathrin Gerdes gewinnen. Sie hat den ganzen Tag eigentlich immer, ja, wie soll ich sagen, auf Deutsch sinnig gefahren. Die Bahn war echt schlecht. Man konnte sich eigentlich nur selber schlagen, indem man ausrutschte oder bei den harten Rillen, ja, es rechts dann rüberging. Sie hat einfach alles sinnig gefahren, ganz cool. Das hat sie vorher auch gesagt. Ich fahre meine Runden hier und schauen, wie es wird. Und sie hat alles super gemacht, hat alle Läufe durchgebracht und hat den ersten Platz gemacht vor Manuel Rau, der da Zweiter wurde. So, jetzt schauen wir mal, wir warten noch mal einen Moment. Das dauert noch ein bisschen hier. Ja, wir lassen euch mal ein bisschen Sound hören, ne?
So, die Streckenposten begehen sich auf ihren Platz. Langsam tut sich jetzt was. Die Speedcars laufen warm, wie man es hört. Gerdemännchen sehe ich auch. Klaus-Peter Gerdemann. Auch immer ein Kämpfer gewesen. Auch heute, glaube ich, noch, egal was er macht. Immer ein super Kumpel gewesen. Früher in der Rennzeit mit meinem Bruder vor allen Dingen. Ne, und ja. Top-Leute von früher, die man alle noch von früher kennt. Hülse ist gerade eine Banane. Der haut sich gerade eine Banane weg. Bisschen Vitamine tanken. So. Michael hat die Filmerei im Griff. Aber natürlich, ich gebe mein Bestes. Ja, Wolfgang habe ich auch gerade gesehen. Wolfgang Knessner hier im Chat. Sei gegrüßt. Ne, und wir sehen uns bestimmt mal wieder auf irgendeiner Pferdeveranstaltung, wo du bist. Damals war ich an Kloppenburg bei dir dabei. Und jetzt gehen die Speedcars los.
Der Kawasaki Grüne hat Probleme, sagst du? Ja. Oh. Ja, du kennst dich ja aus mit Formel 1, ne? Ein bisschen. Ja. Weißt du zufällig, wie viele Kubik die alle drin haben oder alles verschieden? Das weiß ich nicht. Ja, muss ich mal nachher gucken. Da kenne ich mich nicht so gut aus. So, schauen wir gleich mal, wer hier als nächstes am Vorstand kommt. Noch ist hier alles ruhig. Aber ich gehe mal von Seitenwagen aus. Ja, jetzt kommen die Seitenwagen. Ne, da kommen nochmal Speedcars. Aber da sehe ich gerade so ein schönen alten Seitenwagen hier. Guck mal, Michael, ne? Mit einem alten Wesleck drin. Hol die Seitenwagen bitte zum Vorstart fürs Training. Ja, Ralf, was sagst du zu dem alten Wesleck da drin, im Seitenwagen? Hammer. Was sagst du dazu? Hammer. Hammer? Ja. Krass. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich anhört. Wie ein Motor. Jeden Motor. Hey, wo ist eigentlich Egon Müller? Wollt ihr nicht auch kommen? Ja klar, der sollte eigentlich schon hier sein. Hat er dir das versprochen? Mir nicht. Wen denn? Echt? Ich sehe ihn noch nicht. Ich dachte, den könnte ich jetzt mal richtig mal ins Mikro holen, mal richtig alles fragen, was ich so mal wissen will, wollte. Oh, der hat falsche Drehzahl drauf, hast du gesehen? So, Michael, hier darfst du mal den alten Otto Landenhaber Wesleck filmen. Aber der schiebt sie gerade vorbei, den kannst du nicht mehr sehen. Der steht da vorne, in grün. Ja, da hinten kommt noch ein alter Japp angerollt. Versteht man uns eigentlich gut? Also falls irgendwann mal kein Ton mehr da ist oder was auch immer, dann bloß losschreiben. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit reden und filmen und da ist irgendwie eine Störung, ne? Ich meine dich nicht. Nee, komm. Entweder jetzt. So, fertig. Abfahren. Ja, jetzt kommen die Oldies drauf, Seitenwagen. Die müssen nochmal richtig Gas geben jetzt.
Wir müssen auch ein bisschen den Zeitplan hier einhalten. Riesenprogramm heute. Ne, und alles per hier Live-Sendung. Ne? Da kann man natürlich nicht lange Bahndienst schauen oder gucken, wie das Gras wächst. Wir wollen hier Motoren hören und das muss immer weitergehen. Wenn ich die Seitenwaage sehe, dann kriege ich ja wieder Lust. Ja, ich drehe gerade ein bisschen die Augen. Weil der hat gerade heute Morgen schon Schnitzel wieder gegessen und dann im Hotel fürstlich gefrühstückt. Also da müssen wir da erstmal dran arbeiten, ne? Dass du erstmal wieder auf 55 Kilo kommst. Ja, ich finde die Uli-Klasse auch nicht im Programmheft. Ich wollte sonst vielleicht ein paar Namen sagen, aber ich habe die Nummern jetzt nicht im Programmheft gefunden. Da kommt noch eine Gruppe nochmal, Uli Seitenwagen, und dann geht es auch schon bald mit der B-Lizenz los. Thank you.
Oh ja, ich sehe auch gerade, glaube ich, Smoli fährt auch im Beiwagen mit. Nummer 84. Ja, versucht das vielleicht auch nochmal. Auf jeden Fall die 84. Kleiner Gag zur Seite. So, jetzt kommt die nationale Klasse, die B-Lizenz. Als erstes mit Kevin Lück, Finn Lohheider, Jens Buchberger auch dabei.
auch Jens Buchberger, auch schon lange dabei. Auch ich habe schon mit ihm harte Rennen gefahren. Und ja, einfach einen Hut ab, dass er immer noch da um den Kreis fährt. Aber es macht ja auch Spaß, ne? Uiuiui, das war Dirk Ölreich, glaube ich, aber alles gut gegangen. Ja, da kommt der erste schwarze Mann schon an. Ja, man kommt hier ganz schön Strahl ab, wenn man hier da in den Strahl fährt. Dann kann das schon manchmal ganz schön dunkel werden. Ja, Jens Buchberger kennt natürlich die Bahn, wie aus, ja, er ist schon wirklich des Öfteren gefahren und er weiß, wo man fahren muss, auch mit Übersetzung, wie es am leichtesten geht, wie man hier am besten rumkommt. So. Ja, Julian Bielmeier kommt auch gleich, steht auch schon am Vorstart. Das dauert noch ein Lauf oder zwei, mal schauen, wo er sich einsortiert. Hat gestern ja auch ein hartes Rennen gehabt, zwei Rennen hintereinander. Und ja, er ist gute Dinger, sagt er heute. Und ich glaube auch, dass ihn in Bahn liegt. Ich werde ihn nachher nochmal irgendwann hier ans Mikro kriegen. Na und... Ja, er ist topfit drauf und hat auch gesagt, gestern ist mit Speedway war es gestern wesentlich besser gestern wie sonst und das freut mich auch, ne? Weil ja, man ist immer so ein bisschen mit Speedway und Langbahn, er sagte immer, Speedway ist nicht so mein Ding, aber das soll gestern ganz gut gewesen sein. Was sagst du, Michael? Wilhelm Hummel mit der Nummer 84. Du kannst ruhig sprechen, also ich nehme dir das nicht alles ab heute. Nein, nein, du machst es schon ganz gut. Ja, ich konzentriere mich lieber auf die Kamera, weißt du? Ne? Nein, nein, du machst das schon. Ich habe schon drei Fliegen in meinem Kaffee. Ich habe noch gar keinen Kaffee gehabt. Ja. Vorbereitung ist alles. So bin ich. Ja, die nächste Gruppe B-Lizenz ist drauf. Ich habe gerade ganz nicht so schnell gesehen, wer da jetzt alles raufgefahren ist. Aber da kommen die ersten jetzt angebrannt. Mit der Nummer 81. Lando Michaelis gerade vorbeigefahren. Und auch Marcel Sebastian ist dabei. Hier nochmal der Holländer, Nigel Hummel. Die 37 Till Schlimm. Hier. Marcel Sebastian nochmal. Und Lando. Ja.
So, jetzt wird noch etwas Bahndienst gemacht. Die Bahn hat schon einiges hergegeben. Ich hoffe, der Livestream gefällt euch bisher. Ich hoffe, ich habe nichts zu viel versprochen. So, ein kleiner Bahndienst, wie gesehen. Ja, in der nächsten Gruppe kommt der Timo Wachs, dann der Mike Todd, sein Sohnemann Henrik, der Julian Biedelmeier ist dabei und zwei Dänen, einmal mit der Nummer 6, Kevin Petersen und mit der 291 ist das der Tom Petersen. Ja, oder? Stefan!
oder was? Wie geht's dir? Ich hab ganz, ganz wenig, ich hab die Nummer nicht. Wer ist das? Hier, Pico und ich hab die noch nicht auf dem Zettel stehen. Ich hab die 81, genau, 81. Wir schnacken aber noch hier. Ah, okay. Haben Zeiten, oder? Mein Lieber. Schön, dass du da bist, ehrlich. Ja. Freu mich. Ja. Ja, gerade Stefan Körner getroffen, alter Rennkollege, junger Rennkollege von damals. Viel Spaß gehabt mit dem Bengel, mit Roland auch, sein Bruder. Und den hole ich nachher nochmal ins Mikrofon irgendwann, wenn es die Zeit zulässt. So, Michael, du bist ja Seitenwagen-Experte. Die B-Lizenz steht noch im Vorstart, der Bahndienst läuft noch. Wen erkennst du denn so? Also ich habe von Seitenwagenfahrer oder Fahrerin ja fast gar keine Ahnung. Erzähl mal ein bisschen. Also Jens Lorey ist hier vor Ort mit der Beifahrerin Desiree Daubert und Gespannteam Möller und... Ach, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Ja, weiter? Ich bin nicht so schlecht im Interviewen. Ja, Möller Fröbus, glaube ich. Okay. Ja. Der Möller kennst du doch auch. Ja, klar. Ja, dann schauen wir mal gleich, ne? Hi, hier habe ich Bruno Thomas, gestern 250 Sieger in der Klasse. Bruno, hallo, du bist heute noch hier, wolltest noch ein bisschen Rennen schauen? Ja, hallo Frank, wir wollten das Rennen uns mal angucken, wie das denn die Langbahnfahrer so machen. Okay, und mit deinem Rennen gestern zufrieden? Ja, na klar. Ja, ja, war ziemlich schwer die Bahn gestern, ne? Aber du hast vom Movidamm gelernt, Ruhe bewahren, ja, die letzte Zielflagge zählt. Genau, die Bahn war zwar gestern schwer zu fahren, aber nichts ist unmöglich. Genau, richtig. Ja, und Smuli hatte und Günther Schwan hatten ja nochmal für dich, für die WM, wo du ja eigentlich dran teilnimmst. Ich glaube, das ist noch nicht ganz offiziell, aber du weißt das schon. Und er hat mir noch zwei Reifen gespendet, weil du auch immer diese Anlassreifen fährst. Und ja, danke auf jeden Fall für die gesponsierten Reifen. Werden wir auf jeden Fall fahren in der WM in Kloppenburg. Und unser Bestes da geben. Ja, super, ja. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich fahre ja heute Abend in Urlaub zum Bodensee. Zu meiner Langenauer Fans, hätte ich fast gesagt, Freunde. Und dann komme ich am Donnerstag vor Kloppenburg wieder. Und dann werde ich mal gucken. Marvin Kleinert ist ja auch wahrscheinlich mit dabei. Ich habe ja noch nichts Offizielles, ne? Deswegen sage ich immer wahrscheinlich. Ne? Und es sind ja nur 4 Stück aus Deutschland dahin gekommen. Und ich freue mich, dass ihr beiden in Kloppenburg da fahren dürft. Ich glaube mit Ben Eken noch, wenn ich mich nicht irre. Ja, Ben Eken ist wahrscheinlich auch dabei. Ich sage immer wahrscheinlich. Und ja, 3 Nordlichter dabei in Kloppenburg, freue ich mich. Ja, du schaust hier noch ein bisschen Rennen mit deiner Family, habe ich gerade gesehen. Genau. Ne? Und ja, ich wünsche dir noch viel Spaß und wir sehen uns Danke. In Kloppenburg. Viel Spaß. Danke. Ja, das war Bruno Thomas. Auch seit 2-3 Wochen neu in meinem Team und ja, den versuche ich auch ein bisschen... Auch vor allen Dingen, also er hat viel Potenzial, aber er muss auch echt mental auch ein bisschen
ja, muss da auch was passieren. Das macht ganz viel aus bei den jungen Fahrern, wenn man nachher zu wild ist und ja, man vieles doch verschenkt manchmal. Manchmal kann man auch für einen Sturz oder Ausrutscher nichts, aber manchmal muss man einfach die Ruhe wahren und dann kann vielleicht auch was Gutes rauskommen am Schluss. So, jetzt geht's weiter, die B-Lizenz. Ja, ich sehe Julian Bielmeier, die 54, dann der Mike Todd mit der 993, die 6 ist der Petersen, 32 müsste Timo Wachs sein. Achtung, Achtung, Fahrlager, nächste Gruppe ist die Seitenbahn. Danke, Ralf. Ja, die 32 ist der Timo Wachs. Die 93 ist der Hendrik Todd, der Sohnemann von Mike, so wie ich gehört habe. Das ist der Tom Petersen, 291. Die 54, der Julian Bielmeier. Gestern zwei harte Rennen hinter sich und schauen wir mal. Und übrigens, egal wo ihr alle seid, ob in Bayern, im Osten, im Westen, im Süden, in Spanien, ich wünsche euch alle einen schönen Tag hier und viel Spaß beim Rennen. Schatten ist auch viel besser. Ja, das ist super. Ah, der Timo Wachs, auch so ein kleiner Langbahn-Spezialist. Und hier kommt gerade Julian Bielmeier vorbeigebrannt. Sehr motiviert unterwegs. Aber ich habe ihn auch schon nicht nur letztes Jahr, auch schon das Jahr davor. Also, er hat so ein bisschen die Langbahngene in den Knochen. Hat einen sehr schönen Fahrstil für die Langbahn und der kann noch einen ganz weiten Weg gehen. Auch die Zeit ist abgelaufen. Ja, so, jetzt kommen die Seitenwagen gleich. Ah, ich kenne sie nicht alle so. Ja, ich hoffe, übrigens wollte ich auch nochmal fragen. Hoffe, ich rede nicht zu viel oder so. Ich mache das ja auch nicht so oft, aber ich gebe mein Bestes. Ne, und ja, schauen wir mal, wie alles wird.
Ja, ich sehe schon die ersten internationalen Fahrer. Stefan Katt macht sich schon fertig. Zwei Gruppen Seitenwagen kommen noch. Dann steht der Stefan Katt da. Achtung, Fahrerlager. Als Einzel bis jetzt ist noch im Moment ganz heiß. Sieht top aus, neuen Anzug. Sieht top fit auch aus. Bestimmt immer, wie immer, gut vorbereitet für die Saison. So, jetzt geht er nochmal mit der Seitenwagen los. Ist das Crazy Daisy? Ja. Ja, siehst du? Mit Jens Lorei. Okay. Ja, ich bin ja 1991 hatte ich auch etwas schwereren Unfall in Osnabrück und habe für 2 Jahre ja, den Langbahnsport an Nagel gehangen, bin dann nur Speedway gefahren. Bin dann Mitte 93 in Schwarme einfach wieder angefangen. Aber in dieser Zeit von 91 bis 93 wäre ich auch fast in Seitenwagen reingestiegen als Beifahrer. Ich hatte auch gerade so ein Topgewicht von 55 Kilo und da wäre ich fast bei Bernd Sögerer damals eingestiegen. Es war ja wirklich ganz dicht davor, aber habe mich dann doch wieder für die Solo entschieden und ja, ups, puh. Und ja, man weiß nicht, ob es gut war oder schlecht war, aber ich habe ja Solo weitergefahren und fand ich alles super. Ne? Wer weiß, wie es geworden wäre mit Seitenwagen, hätte bestimmt auch Spaß gemacht. Ja, das waren die Seitenwagen. Als nächstes am Vorstart sehe ich Catman, Stefan Katt, Jörg Tebbe, Jan Benecker, Jens. Ja, Hülse hat auch langsam seine Banane verdaut. Dani Rath sehe ich auch, der nächstes Jahr auch dann wieder auf dem Bergring angreifen will, wenn es dann stattfindet, wie ich ihn gestern noch gesprochen habe. Fabian Wachs ist auch dabei. Marcel Dax steht dort. Ja, schauen wir mal, was die erste Gruppe macht. Läuft mal gut. Wollen wir jetzt um Wann ist ran beginnen? Boah,
Uhr, ich glaube 13.30 Uhr. Wollen wir dann aufmachen, ja? Frag das Publikum. Musst du ja, du willst doch eine geile Show machen, oder? Ja, aber frag sie nicht, dass sie nachher sich beschweren. Prost, Mikro ist an. Echt? Ja klar. Oh. Hast du mich reingelegt? Nein, Quatsch. Also Michael dachte immer, er will eine geile Show heute machen. Jetzt müssen wir alle noch überlegen, was wir machen, aber wir haben es eigentlich abgehakt, aber jetzt geht erstmal das Training weiter. So, jetzt haben wir die Internationalen drauf. Uiuiui, das war Jens Benneker. Flott unterwegs. Catman kommt. Jörg Tebbe, gerade vorbeigefahren. Hören die Zuschauer nichts. Oh, habe ich aus Versehen ausgelassen? Ja. So, jetzt kommt noch eine Gruppe. Daniel Rath ist dabei. Fabian Max ist dabei. Michael steht auf meinem Kabel mit seinen 130, 90, 95 Kilo. Ja. Hülse ist auf jeden Fall dabei, ne? Ich sehe das alles gar nicht hier. Ja, Michael, richtig coole Sache. Du bist mit der ganzen Family hergekommen heute. Oder gestern schon. Ne? Finde ich richtig gute Sache. 800 Kilometer. Ja, scheiß auf die Kilometer. Die fahre ich fast jeden Tag. Okay. Für den Bahnsport macht man doch alles, oder? So ist es, so ist es. Richtig. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass irgendeinem die 5 Euro wehgetan haben. Das war alles für den Verein. Ne? Und es ist schon schwer, 10 Leute für sowas zu motivieren, zur Bank zu gehen, eine Überweisung machen, das Handy in die Hand nehmen. Und ich sage immer wieder, das finde ich von denen, die alle drin sind, wirklich top. Wirklich. Riesen Dank. Ja, Marcel Dax sehe ich noch. Ja,
Hülse ist die Nummer 41 rein. Ja. Fabian. Wachs. Nochmal Hülse. Er beißt sich immer durch, schon jahrelang. Immer im Kampfmodus. Er hat viele Fans, die seinen Fahrstil mögen, sein Kämpfen. Ja, André Haltermann sehe ich auch gerade so vor mir. Er macht auch ein grinsendes Gesicht eigentlich, ist gut zufrieden eigentlich heute, gestern auch schon. Muss man wirklich sagen, also ganz cool gelassen, gestern auch. Also, ich wollte gerade sagen, so kennt man ihn gar nicht. Doch, gestern richtig gut drauf gewesen und heute auch ganz relaxed. Sieht zu, dass das immer weitergeht, aber alles im Griff hat er. So, ich glaube, kommt der Bahndienst. Ja, so wie das aussieht, ja, genau, Bahndienst kommt jetzt erstmal. Ja, ich lasse das Mikro einfach mal an. Oder auch nicht. Doch. Hast du mal ausgemacht? Ja, ich glaube, ich habe dem Frank vergessen zu sagen, das Mikrofon immer anlassen. Weil er dachte wahrscheinlich, wenn er es ausschaltet, läuft der Ton normal übers Handy. Aber das war leider nicht so. Ich könnte jetzt auch schon eine Dusche gebrauchen, weißt du das? Oh, bist doch schon geduscht. Ja, aber jetzt nochmal so. Ich meine, wir Bahnsportfans haben ja schon geduscht. Wir haben jetzt eben schönen Sand von der Mulmsonner Bahn abgekriegt. Ja, ich habe schon einen Stein auf die Mütze bekommen. Ist ja wie beim Rennenfahren, oder? Ja. Dann kriegst du auch einen Strahl ab. Richtig. Dann heißt es Gas geben. Ja, das machen wir auch oder versuchen wir, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ne? Wir müssen erstmal langsam fahren, anfangen, ne? Und wir haben gerade Pflichttraining hier auch für uns. Wir müssen erstmal uns qualifizieren. So ist es. Ob wir überhaupt nachher weitermachen um 1:30. Ne? Ob die Leute das überhaupt alle hören wollen, die Fans. Ne? Ich habe noch nicht in den Chat reingeguckt. Achtung, Achtung, Fahrerlager. Wenn die Fahrer noch Methanol benötigen, kann dieses bei Klaus-Peter Gerdemann gegen eine Spende abgeholt werden, solange der Vorrat reicht. Ja, wie ihr gerade gehört habt, auch Klaus-Peter Gerdemann unterstützt den Verein. Die Fahrer können bei ihm Methanol holen für eine Spende. Und ja, finde ich eine super Sache. Super, Klaus.
ein bisschen mehr in die Kamera lachen. Die zeigt die ganze Zeit auf dich, wenn du redest, aber ne, nicht so emotionslos. Du musst mir auch sagen, wenn du mich filmst. Ach so, muss ich das jetzt auch noch sagen? Ja, ja, genau. Siehst du es doch. Nee, da gucke ich nicht hin. Ich gucke hier, was hier abgeht. Hast du denn wenigstens schon einen Kaffee getrunken? Ja, der ist aber, siehst du, drei Fliegen drin oder vier sind da schon drin. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich muss mir gleich auch noch mal einen Kaffee holen. Ja, das kriegen wir alles hin. Und Ralf, wie findest du es hier heute? Wunderbar. Endlich mal wieder es riechen und hören. Es ist herrlich hier. Ja. 802, glaube ich, oder? Was? Wie lang ist die Bahn? 749. Das ist nicht irgendwas mit 800, oder? Nee, ich meine 749. Bin gestern noch abgelaufen. Okay. Ist abgelaufen. Habt ihr das gehört? Das hätten wir gerne mal gesehen, glaube ich, oder? Also Ralf, jetzt bist du im Bilde. Also du sagst, das ist heute eine super Idee, dass du heute mit uns hier hingekommen bist. Ja, richtig. Das war eine sehr gute Idee. Warum hast du dir, nicht einfach den Livestream angeschaut? Ja, weil ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe und die Karte gewonnen habe. Und natürlich nicht in Frank mal in live und real zu erleben. Ich sehe, du hast auch ein schönes Käppi auf. Von wem ist denn das Käppi? Ne, das hat mir der Herr Gabel ne gespendet. Also Livestream MG. Ja, Livestream MG, ja, richtig. Ja, der Ralf ist sehr froh, dass er die Karte gewonnen hat. Und er genießt alles hier in vollen Zügen. Und es sind schon etliche angereist, also es ist gut besucht. Es sind einige Leute gekommen und ich denke mal, bis 1 Uhr werden es noch mehr. Ja, als nächstes sind ja die Quads dran. Ich denke mal, der Bahndienst ist bald vorbei. Und dann kommt Frank wieder ans Mikrofon und schaut, dass er ein bisschen was zu den Quads erzählen kann. Bis gleich. Thank you.
eins machen. Bitte fertigt die Speedparts Gruppe 7 A und B Finale. Thank you.
Jetzt kommt noch mal deine Formel 1, Michael. What? Achso, du meinst hinter uns. Achtung, Achtung. Sind das keine? Quads. Als nächstes Quads. Bitte die Quads. 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 Vier wie heißt das? Quads. Ja, Quads. Quads. Vierrädig. Sprech mal Wittstock aus. Wittstock. Sagst du nicht mal Wittstock? Ja, Wittstock oder Wittstock ist auch das gleiche, oder nicht? Ist nicht Wittstock. Ach, vielleicht verwechsel ich es immer mit dem Namen ein bisschen im Kopf, weißt du? Irgendwas war da immer mit diesen. Ja. Nein, das heißt Wittstock. Eieiei. Haben die schon Pflichttraining? Ja. Oh, jetzt geht's zur Sache. Jetzt muss ich die Klappe halten. Jetzt geht's ja richtig zur Sache. Ja, die gehen schon besser ab. Da sind mir viel zu viele Räder dran.
Nummern dazu sagst, zu den Fahrern. Zu den Quads? Ja. Also die Nummer 7, das war Ronny Rochritz. Die Nummer 4, Bernd Möntmann. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen, das stand da nicht. Nummer 79, das war Björn Ölreich. Die 67, mein Baujahr, Dietmar Ziegler. Glaube ich schon der erste Vorlauf heute. Also es ist schon ein Rennmodus bei denen jetzt. Aber ist noch Pflichttraining oder? Soweit ich eben erfahren habe, ist das schon irgendwie ein Punktelauf. Okay, die brauchen auch kein Pflichttraining. Ne? Die hatten das gestern, glaube ich, schon. Ach so. Warst du hier? Hast es nicht gehört? Oder gesehen? Hallo. So, ich glaube, die Feuerwehr stört da wieder ein bisschen. Jetzt muss er durchlaufen! Ingo, jetzt muss er laufen! Er läuft! Er läuft! Ja, der läuft, das Ding! Das setzt sich ja schon längst aus. Junge, Junge, da geht's da heiß her. Ja, der Grüne, die Nummer 32. Ingo Dutine. Oh, ich konnte jetzt. Ja, der hat sich ein bisschen festgelaufen gerade. So, wollen wir schauen, wer da jetzt in Führung ist gleich. Ich glaube die 23. Jawohl. Die 23, Peter Häusner, die 88, Corinna Wennmann, als Dritte im Moment. Der Kawasaki Grüne ist aus dem Rennen. Ich hab's doch gesagt, der hat sich festgefahren. Ja, immer noch die 23 vorne. Und die 14, der zweite, Axel Pöschke. Pöschke. Ja, Michael, da steht dann Kimi Räikkönen. Das gehört zum Rennengeschehen dazu. Ja, auch das gehört zum Rennen dazu, das stimmt. Immer noch die 23 vorne. Peter Häusner. Und das war der Zieleinlauf.
Ja, hier kommt einmal die 40, Marco Dahms. Ja, schauen wir mal, rollen langsam zum Start und wenn sie hier ankommen, hoffe ich mal, dass ich hier und noch da noch eine Nummer sehe. So, alle Fahrer sind am Start. Auf geht's! Ja! Ja, die Nummer 31 ist vorne. Markus Torg. Mehr konnte ich schon wieder nicht sehen. Also Markus Torg vorne. Die 31. Wenn die vier Runden fahren, habe ich alle vier Fahrer auch im Visier. Zweiter ist die 26, Maurice Meyer und die 40, Marco Dahms, Dritter. Ja, immer noch die 31 vorne, Markus Torg. 26, die 40 und die 26, den hatte ich noch nicht erwähnt, aber Maurice Meyer. Ja, die letzte Runde, die 31. 26, Maurice Meyer, die 40, Marco Dahms. Der hat zwei Nummern drauf, der letzte. Ja, Lars Klimek, unseren Supersprecher, sehe ich hier auch rumtanzen. Auch ein Funskerl. Macht eine super Moderation immer. Schwitzt du gar nicht, Michael? Oh doch, es ist Eis. Boah, wo ist ein Eis? Hast du ein Eis? Eis. Ich dachte, es ist heiß, die Sonne brezelt runter. Ich dachte, du hast ein Eis. Und ich habe alles schwarz an, weißt du? Das zieht die Sonne förmlich an. Deswegen habe ich ja fast nichts an. Ja, nichts zu machen. Zwei, drei. Ich sehe aber vier.
Ja, das Problem, das Programm ist immer nicht ganz ausgefüllt, vor allem viele Nummern fehlen. Und da muss man immer... Die 70, die 7... Schauen, wie man das hinkriegt. Schauen wir mal. Ah, erste Kurve, alles gut gegangen. Da kommen sie. Das müssen die 100 Kubik Zweitakter sein. Viertakt. Viertakt? Sieben. Nein. Zwei. Sieben. 100 Kubik bis 125. Die 7, die 70, die 16. Nee, die erste Nummer habe ich nicht gesehen. Da kommt noch einer. Ne, und die 16. 16? Ah, das ist die bis 600 Kubik. Die 70 müsste dann Michael Schröder sein. Die 7 Ronny Rochlitz. Ja, das ist bis 600, genau. Die 16 Patrick Thome und die Nummer 2 Joachim Rössner. Ja, noch einen heißen Fahrstil. Nummer 70. Michael Schröder. So, hier sieht es nach einer kleinen Pause aus, wie ich das sehe. Ne? Ich glaube, jetzt kommt gleich der Bahndienst. Keine Mopeds am Vorstart. Ja, das war das Training und die ersten Läufe der Quads und Speedcards. Es wird jetzt eine kleine Pause gemacht und wir machen jetzt auch eine. Wir melden uns, sobald wieder zurück es hier losgeht, also sobald es hier losgeht, Entschuldigung, mich ein bisschen verplappert, zum Start sind wir rechtzeitig wieder online. Wieso machst du jetzt komplett aus? Pause machen. Also aus oder wie? Oder lässt du laufen? Ah, ich lasse dich durchgehend laufen. Ich tue ihn jetzt ausschalten. Wir melden es aber uns. Sobald es wieder losgeht, gehen wir wieder online. Okay. Also bis später. Bleib dran.